Das heißt also, wir sprechen jetzt hier im Bereich Risk Management über die Tatsachen, wie schafft man es denn, dem Trade die Zeit zu geben, sich auch mal ein kleines bisschen hier an dieser Stelle zu entwickeln. Weil wir hier ein neues Fachgebiet auch aufmachen, kurz noch der Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. An dieser Stelle, das vorausgeschickt, machen wir hier weiter. Ich gehe noch mal ganz kurz auf die Fakten zur Risikokontrolle im FX-Trading ein. Das heißt an dieser Stelle ganz klar, die Botschaft ist hier genau die gleiche wie beim letzten Mal. Nur wer sein Risiko kennt, ja, der kann sauber kalkulieren. Und wir schauen uns jetzt mal kurz ein paar Risikoparameter an, die man als Trader immer auf der Uhr haben sollte. Das heißt zum einen Risikoparameter, was ist denn an Kontogröße da? Das heißt, wenn man das Risiko auf dem Konto festmacht, hat man ja mit einem größeren Konto, wenn man zum Beispiel einen 1%igen Stopp im Trading benutzt, natürlich einen höheren Risikobetrag in Euro oder Dollar, je nachdem, wie das Konto lautet, als wenn man ein kleineres Konto hat. Ja? Das heißt, wenn man hier beispielsweise sagt, die Basis für diese Bestimmung ist hier ein festes Risiko, dann hat man einfach bei der Risikokontrolle noch sozusagen bestimmte, sage ich mal, Parameter drinnen, wo man einfach sagen kann, das feste Risiko ist immer da, das ändert man nicht, das bleibt immer gleich, immer da, das ist die eine Variante. Punkt. Und was man dort hat, ist, dort hat man halt einfach keine, sozusagen keine Anpassung auf die Kontoentwicklung. Ja? Das heißt, in dem Moment, in dem man immer mit einem starken oder mit einem festen Risiko arbeitet, nimmt man komplett den Bezug zu seinem eigenen Trading raus. Viel, viel sinnvoller ist es, dass man das Risiko ein kleines bisschen flexibler gestalten kann. Ja, dass man beispielsweise sagt, okay, wenn wir gerade wirklich eine Gewinnserie haben, wenn es läuft, dann kann man im Risiko ein bisschen höher gehen. Ja, dann hat man wirklich in seinem Lauf, den man hat, weil da macht man ja anscheinend einiges richtig und es ist ja als Geschäftsmann auch oder als Geschäftsfrau auch sehr, sehr clever, sein Geld genau dorthin zu investieren, wo es wirklich richtig brummt. Ja, und das macht man, indem man, wenn es wirklich läuft, das Risiko einfach ein Stück weit höher nimmt und dadurch eine dynamische Anpassung hat. Das Gegenteil dazu ist es, wenn man diese dynamische Anpassung hat, auf der anderen Seite, wenn mal eine Drawdown-Phase kommt und die Drawdown-Phasen, die kommen immer wieder, das kann man nicht verhindern, ist es so, dass auch hier die Anpassung passiert. Das heißt, wenn der Kontostand zurückgeht, man eine Drawdown-Serie hat, dann reduzieren sich die Anfangsrisiken und dadurch geht man automatisch im Trading deutlich weniger Risiko ein. Das heißt, man hat, wenn man diese Dynamik benutzt, eine Anpassung an die aktuellen Trading-Erfolge. Das heißt, man pa passt sich sozusagen dem Markt ganz individuell an und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Das heißt, was man hier wirklich machen kann, ist, wenn man das Ganze, die Kontogröße zur Steuerung benutzt, also zur Steuerung der Risikogröße, dann hat das Konto immer auch einen Bezug zum Trader bzw. zum aktuellen Marktumfeld. Und das ist wichtig. Und damit haben wir als Trader ein zusätzliches Kontrollinstrument für unser Trading. Weil wir wissen ja, es ist im Trading so, das Einzigste, was wir halbwegs kontrollieren können, ist das Risiko. Wie weit der Markt uns in unsere Richtung trade, bzw. traden lässt, ja, keine Ahnung. Das können wir nicht vorhersagen. Wir können zwar Wahrscheinlichkeiten suchen an dieser Stelle, aber wir können nicht genau sagen, dass er wirklich mit Garantie dort oder dorthin läuft. Die Risikokontrolle ist wirklich das Einzige, was wir hier in dieser Seite mit reinnehmen können. So, und wenn wir uns das Ganze nochmal ganz kurz anschauen hier an dieser Stelle, dann gehen wir nochmal kurz über die Dinge, die ich beim letzten Mal schon genannt habe. Weitere Risikoparameter sind die Handelsgröße. Ja? Das heißt, hier bei Tickmill haben wir ja die Möglichkeit zu sagen, wie groß die Position ist, die wir traden wollen. Ne? Gucken wir uns das Ganze mal kurz mit Blick in dem Chart an. Hier kurzen Augenblick, ich aktiviere mal kurz die Handelsstation hier im Stereo Trader. Und da gucken wir uns das Ganze mal an, hier im Währungspaar US-Dollar, CAN-Dollar. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier schaut mal an, das sind die Positionsgrößen, die man wählen kann. Ne? Also es fängt bei 0,01 an, ja, das ist also quasi ein Mikrolot und das geht bis dahin, dass man sozusagen Mini-Lots und ganze Lots traden kann. Das funktioniert alles sehr, sehr fein und sehr, sehr individuell. Das heißt hier,
einfach die Handelsgröße, einfach auch mal überlegen, wie groß sind denn die Positionen, die ich schiebe. Also ein Lot sind immer 100.000 Einheiten der Basiswährung. Ein Mini-Lot sind 10.000 Einheiten der Basiswährung und ein Mikrolot sind 1.000 Einheiten der Basiswährung. Und hier sieht man mal, bei Tickmill kann man das sehr, sehr fein anpassen an die Nuancen, die man im Trading braucht und dadurch auch eine sehr, sehr feine Risikokontrolle mit abdecken. Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn man einen Handelspartner hat wie Tickmill. Und der nächste Punkt bei den Risikoparametern, das ist die Handelswährung. Ja, bei der Handelswährung ist es tatsächlich so, das Konto lautet in Euro, ja? Das ist die Kontowährung. Und wenn man beispielsweise das Währungspaar, wie ich gerade auch gezeigt hatte, US-Dollar, Kan-Dollar sozusagen so traden möchte, dann hat man plötzlich drei Währungen auf der Uhr. Man hat die Währung des eigenen Kontos, ja? Dann hat man die Basiswährung im US-Dollar und die Kurswährung im Kan-Dollar. Plötzlich sind es drei Währungen. Und das macht natürlich die Berechnung der Risikogröße etwas kompliziert. Das ist kein Hexenwerk, keine Raketenwissenschaft. Man muss aber einfach wissen, auf welche Parameter man mit eingehen soll. Weil das Risiko hier beispielsweise im Konto 100 Euro sein soll. Und wenn man Euro, Kan-Dollar, US-Dollar, Kan-Dollar tradet, muss man dieses Risiko, was ja dann aus einer anderen Währung kommt, umkalkulieren in die Kontowährung. Das ist wichtig und dafür gibt es sozusagen hier bei Tickmill auch den PIP-Rechner, den hatte ich ja beim letzten Mal auch vorgestellt. Hier nochmal ganz kurz die Lotgrößen, hier Währungspaare Austral-Dollar, US-Dollar, heißt also hier ein Lot im Austral-Dollar, US-Dollar sind 100.000 Austral-Dollar. Euro, US-Dollar sind 100.000 Euro, Euro-Schweizer Franken sind 100.000 Euro, britisches Pfund, US-Dollar als Kabel bekannt, sind dann sozusagen hier die Währung, die vorneweg steht, sind dann 100.000 britische Pfund, Betrag pro Lot und im US-Dollar-Yen hat halt ein Lot 100.000 US-Dollar, einfach mal von der Größe. Ja. Und wenn man Risiken berechnen möchte, dann geht das halt sehr, sehr gut über den PIP-Rechner hier bei Tickmill, den hatte ich auch beim letzten Mal schon mit vorgestellt. Der macht sich da wirklich sehr, sehr schön an dieser Stelle. Das heißt, man geht einfach rein. Ich kann das Ganze mal kurz noch live zeigen. Da gehen wir einfach nochmal eben auf die Website von Tickmill und da können wir hier sozusagen bei den Werkzeugen den Forex-Rechner aufrufen und der Forex-Rechner hat hier unten neben dem Margin-Rechner und dem Währungsumrechner den sogenannten PIP-Umrechner. Und wenn wir da sagen, Kontowährung ist Euro und wir handeln beispielsweise das Währungspaar, nehmen wir mal Neuseeland-Dollar, japanischer Yen, ja, und wir wollen haben hier sozusagen, wir handeln jetzt mal kurz ein Lot, dann sehen wir halt, wer ein Lot handelt, der handelt halt pro PIP 8,29 Euro. Also eine Änderung im PIP-Bereich in diesem Währungspaar im Lot, also 100.000 Neuseeland-Dollar, hat einen Gegenwert von 8,29 Euro. Das kann man sehr, sehr schön damit berechnen hier an dieser Stelle. Kurzen Augenblick, das kopiere ich auch mal kurz noch in die Chats rein. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Einfach mal draufschauen. Das sind halt wichtige Bereiche, wichtige Dinge, die man hier als Trader auch immer wieder braucht. Ne? Das ist sehr, sehr klar und gut zu kalkulieren. Das heißt, das ist mal das Thema, wie berechnen wir denn die Risiken? Kleiner Ausbruch oder Ausblick in diese Situation. So, und dann, wenn man das gemacht hat, sitzen viele Händler vor dem Rechner und sagen sich, okay, und nun? So, und jetzt haben wir einen Chart, wie ich den gerade vorhin schon gezeigt habe hier, im Währungspaar, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal nachschauen, das war hier, Moment, da ist er, genau, den hier. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Nehmen wir mal kurz diesen Chart hier ran und schauen uns mal hier diesen großen Abwärtstrend an. Ne? Da kann man ja jetzt sagen, okay, der Markt ist wirklich weit zurückgekommen. Ne? Wenn wir uns jetzt mal den Zeitrahmen anschauen hier, das ist der laufende Abwärtstrend. Das ist die tiefe Korrektur. Ja, wir sehen es auch hier, die tiefe Korrektur. Wir sehen es hier anhand dieser grünen Linie, zeigt uns an, je grüner es wird, je tiefer ist die Korrektur. Und hier kann man als Trader ja auf die Idee kommen zu sagen, okay, wenn ich jetzt in diesem Chart hier das Umkehrsignal nach unten hinbekomme, ja,
Dann fallen wir hier drunter. Risikobegrenzung kann ich auch machen. Das ist das Risiko, was ich dann hier oben habe. Also wer sich jetzt hier beispielsweise den Trade schon mal zurechtlegen möchte und sich sagt, okay, wir gehen short, wenn sich der Aufwärtstrend, also wenn dieser Aufwärtstrend hier beendet ist, den wir untergeordnet sehen, wenn der gebrochen wird. Risikoabsicherung legt man auch an Stelle X, also zum Beispiel hier. Hier darf er ja nicht drüber laufen. Also das heißt, wenn man dann das Risiko irgendwo bei 1,33,2 haben, haben wir unsere Risikobegrenzung. Wir wissen, wo wir reingehen. Wir wissen also, wie teuer das Risiko ist. Auf der anderen Seite sehen wir dann den Markt nach unten laufen, so weit runter. Und eins kann ich jetzt mit so sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon mal sagen. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass wir hier mit einem Schlag bis da unten reinlaufen. Ja? Und da kommen natürlich immer wieder die Situationen, dass der Händler sich fragt, was mache ich denn jetzt mit meinem Risiko? Wie ziehe ich denn meine Risiken nach? Wie schaffe ich es denn beispielsweise auch, den Markt einfach mal durchlaufen zu lassen und nicht immer zu überlegen, ah, jetzt läuft er wieder mal in eine Korrektur rein, sollte ich besser doch Gewinne mitnehmen. Ne? Da ist es wichtig, dass jeder, der handelt, auch gewisse Strategien hat an dieser Stelle und diese Strategien entsprechend auch durchhandeln kann und die sollten halt emotional nicht berühren. Und möchte ich hier an dieser Stelle einfach mal auf ein paar Kleinigkeiten eingehen, natürlich jetzt nicht im Detail, das schaffen wir hier zeitlich gar nicht, das sind dann eher Punkte, die ich in den Ausbildungsinhalten mache, also in meinen Ausbildungsinhalten und Coachings, aber hier üben und an der Oberfläche ein paar Dinge zeigen, das können wir ja auf alle Fälle machen. Das heißt, in solchen Fällen, wenn man einfach sagt, man möchte den Markt einfach mal ein Stückchen laufen lassen, da bietet der Trailing Stop wirklich sehr, sehr schöne Möglichkeiten. Das heißt, hier an dieser Stelle hat man zum einen zu sagen, oder kann man am einen sagen, okay, wir machen jetzt einen prozentualen Stopp oder einen Stopp per Pip-Nachzug. Der ist marktunabhängig. Ja? Das führt allerdings oft dazu, dass man einfach nur ein Stück dieser Bewegung mitnimmt und dann fliegt man aus dem Trade sozusagen raus, weil man einfach überhaupt keinen Bezug zum Markt hat. Ne? Da wird man die Schwankungsbreite plötzlich ein bisschen größer und zack, fliegt man einfach raus, weil das hier im Endeffekt feste Größen sind, die festgelegt wurden und der Markt richtet sich nun mal nicht nach irgendwelchen festen Größen. Ne? Wenn man halt einfach sagt, ich möchte immer halbe Prozente, die ich im Gewinn bin, den Stopp entsprechend nachziehen, dann zieht man halt mathematisch nach und das passt nicht immer zum aktuellen Trendverlauf. Also marktunabhängige Stopps, aber wenn man weiß, wie man damit umgehen kann und das entsprechend zum Trade-Parameter passt, kann das gut funktionieren. Ne? Und dann haben wir noch Stops, die marktabhängig sind. Das heißt, das sind all die Dinge, die sich sozusagen an den Verlauf des Marktes auch wirklich anpassen und auch mal gewisse Schwankungsbreiten mit ausstehen können, ohne dass man gleich aus diesem Markt rausfliegt. Ne? Und da habe ich jetzt hier mal ein paar, die man relativ gut auch machen kann. Und zwar den ersten, den ich hier habe, das ist die sogenannte Bar-by-Bar-Methode an dieser Stelle. Das heißt hier, wenn wir uns diesen Chart mal einfach anschauen und wir sagen, okay, was bedeutet denn jetzt Bar-by-Bar-Methode und wann kann ich die denn anwenden? Diese Methode kann man relativ gut anwenden, wenn man einen Markt hat, der relativ stark nach oben läuft. Ne? Also, reines klassisches Beispiel hier an diesem Chart, kann ich das einfach mal zeigen. Und zwar nehmen wir mal an, hier rein weg. Hier ist der Trend nach oben gelaufen. Ne? Erste Gegenbewegung, also erste Bewegung hier in Richtung der korrektiven Phase. Dann gab es jetzt hier die Korrektur. Ja? Und hier unten ist dann der Markt aus der Korrektur nach oben hin reingelaufen. So. Und dann schön nach oben gelaufen. So. Und das ist mal ein Beispiel, wo man mit der sogenannten Bar-by-Bar-Methode sozusagen auch entsprechend arbeiten kann. Ja, eine Sache ist jetzt hier ein bisschen ungünstig auf der Long-Seite. Hier haben wir so einen extrem langen Außenstab. Für die Erklärung her ist es halt immer so, dass Außenstäbe eine besondere Bedeutung haben. Und zwar zieht man da den Stopp nicht nach, bis der Außenstab verlassen worden ist. Ne? Mal kurz gucken, ob ich hier in dem Chart ein besseres Bild finde. Das ist ein bisschen tricky, aber ich erkläre einfach mal die Funktionsweise des Ganzen, um das Ganze hier zu sehen. Also, wenn man das Ganze jetzt beispielsweise mal hat, das war der Schub nach oben, dann gab hier die Korrektur, ne, und dann ist man sozusagen aus der Korrektur reingegangen. Dann hat man also hier beispielsweise den Initialstopp dort unten laufen. Hoppala, das ist das Falsche, das möchte ich nicht haben. Heißt also, erster Stopp wäre hier unten am Tief dieser Kerze. Da, zack, das ist mal der Stopp. So, und dann sehen wir den Markt sich so Stück für Stück nach oben schlängeln. Ne? Und wenn wir dann
uns die Kerzen hier im Hochverlauf mal anschauen, dann macht man einfach Folgendes. Man zieht den Stopp immer etwas unter die entsprechenden Kerzentiefen nach. Also das, was dann nach oben läuft, ist immer wieder der Nachzug. So, hier haben wir dann wieder das Zeichen mit dieser Innenkerze. Das heißt, hier bei dieser Kerze hat man das erste Mal, dass die auch oben drüber geschlossen hat, ne? Das heißt, die schwarze Kerze wird nicht zum Nachzug genutzt. Wenn diese andere weiße Kerze wieder da ist, dann wird entsprechend der nächste Stoppnachzug gemacht, hier auf dieses Tief, was wir hier unten haben. Das wäre das nächste. So, dann kommt die nächste Kerze, die wird beendet, Stopp wird nachgezogen, hier unten unter dieses Kerzentief. Und man bleibt quasi, wenn man so dynamische Märkte hat, wirklich sehr, sehr schön im Trade dann drin. Also dann haben wir hier die nächste Kerze oben drüber. Hier haben wir ein steigendes Tief gehabt, konnten wir schön zum Nachziehen nutzen. Hier oben ebenfalls das Tief zum Nachziehen zu nutzen. Und da steht der Stopp jetzt momentan einfach auch noch mit drin. So, und wenn wir jetzt hier beispielsweise angenommen, dass diese Kerze, diese Tageskerze, die wir jetzt hier drinnen haben, über diesem Hoch hier schließt, dann hätten wir die Möglichkeit, auf dieses Tief nachzuziehen. Und wenn der Markt dann rumdreht und unter dieses Tief rausfällt, sind wir aus dieser Bewegung ausgestoppt und das Ganze mit der Stoppmethode bar bei bar. Ne? Ganz klar, ganz einfach, man nimmt einfach entsprechend die Kerzentiefs ran. Das ist die eine Methode. Eine weitere Methode ist, dass man mit gleitenden Durchschnitten arbeitet. Gleitende Durchschnitte, die kann man im China Trade beziehungsweise im China Trader natürlich auch. Das ist ja die Software, mit der ich das Research auch mache und mit der ich im Aktienbereich arbeite. Aber hat jetzt hier nichts mit dem Stereo Trader zu tun, beziehungsweise mit dem Metatrader. Im Metatrader kann man gleitende Durchschnitte sehr, sehr schön nutzen. Da gibt es auch diverse Strategien, wo man einfach sagt, wenn der Markt sozusagen diesen gleitenden Durchschnitt durchbricht, dann wird es Zeit, aus der Position auszusteigen. Beispiele, die ich hier an dieser Stelle mal nennen möchte, ist sozusagen der H-Trail zum Beispiel. Da arbeitet man mit einem kürzeren Durchschnitt, mit dem SMA8. Man kann auch damit arbeiten, dass man diese sogenannten Kreuzungen der gleitenden Durchschnitte hat. Der eine arbeitet lieber mit SMA, der andere mit EMA. Das kann man haben, wie man möchte. Hier kann man beispielsweise auch wieder zwei verschiedene Laufzeiten miteinander kombinieren, einen kurzen und einen langen. Und wenn es dann Schneidungen gibt sozusagen, dann geht man entsprechend raus. Oder das Thema auch der Bollinger Bänder. Und das kann man auch sehr, sehr schön sehen. Wenn man die Charts einfach hernimmt und so einen Markt sich einfach mal anschaut, wir gehen jetzt beispielsweise hier, ich mache mal kurz einen neuen Chart auf, ich mache einfach mal hier den Chart für das Beispiel jetzt hier im Euro US-Dollar mit auf. Jetzt haben wir hier mal einen 15-Minuten-Chart offen und da gehe ich einfach mal ganz kurz hier darauf ein, dass ich hier einfach mal diese Bänder mit reinlege. Also was wir jetzt hier schön in den 15 Minuten sehen, ist natürlich sehr, sehr gut und sehr, sehr klar zu sehen, der aktuelle Abwärtstrend, den wir da haben. Ne? So, und jetzt machen wir einfach mal Folgendes. Jetzt öffnen wir uns das Navigationsfenster und jetzt ziehe ich einfach mal hier beispielsweise die Bollinger Bänder runter. Einfach im Standard mit reingezogen. Ne? Und hier sehen wir entsprechend, was der Markt hier macht. Und wenn man das Ganze nach unten entsprechend auch mit trailt, dann sieht man immer wieder, dass es Situationen gibt, wo der Markt quasi über bestimmte Marker rausgeht. Ja? Hier oben beispielsweise ist er über die Bollinger Bänder rausgegangen. Ja? Das heißt, an dieser Stelle ist das dann ein Signal, okay, jetzt ist mit der Abwärtsdynamik kurzfristig was nicht zu Ende. Das wäre dann eher ein Verkaufssignal. Ne? Hier an dieser Stelle auch kurz nach oben geschnäpst, ist er drüber gegangen. Das wäre dort dann das Verkaufssignal. Ne? Man hat dann aber die Chance, wenn man relativ früh hier oben reingeht in diesen Trend, auch dass man halt ein Stück nach unten mitlaufen kann und erst immer dann, wenn der Markt tatsächlich mal oben rausgeht, erst dann aus dem Markt rausfliegt. Das ist halt das Interessante und das Schöne an dieser Stelle, wenn man sich mit diesen gleitenden Durchschnitten nach unten dann in die Short-Richtung befindet und nach oben hin, wenn es durchschritten wird, nach oben einfach ausgestopft wird. Man hat also ganz klar einen Bezug zum Markt und wenn sich die Marktrichtung ändert, dann ist einfach Schluss. Also das hier zu den Bollinger Bändern. So, dann nehmen wir mal das nächste, was wir machen, arbeiten wir jetzt mal mit einfach gleitenden Durchschnitten. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz schauen, dass ich hier, ich glaube, den SMA hatte ich schon mal drinnen. So, da haben wir die.
die brauchen wir hier nicht. Relative Stärkeindex brauchen wir auch nicht. Das ist der Index, den brauche ich auch nicht. So, man sieht, ich arbeite nicht ganz so oft mit den gleitenden Durchschnitten hier. Hier, da haben wir sie. Das habe ich gesucht. So, also hier, gleitender Durchschnitt. Und jetzt sage ich einfach mal, in den gleitenden Durchschnitten kann man hier natürlich auch unterschiedliche Einstellungen machen. Ne? Die Durchschnitt ist die Methode, hat man den einfachen, exponentiell geglättet oder linear gewichtet. Ich nehme in dem Moment einfach mal den einfachen und jetzt erkläre ich mal kurz einen kurzfristigen Index, indem man sich einfach hier macht, okay, wir nehmen jetzt mal hier den A-Trade, das heißt, man nimmt den SMA und hier sehen wir, wie schön der Markt nach unten schlängelt, ne? Immer schön an diesem Index dran und fertig ist. Und hier haben wir beispielsweise mal eine Situation in diesem Bereich, da ist der Markt tatsächlich deutlich oben drüber gegangen und auch oben drüber rausgeflogen. So, also wir sehen es hier, sind wir schön nach unten gelaufen und hier sind wir tatsächlich deutlich über diesen kurzen Index oder über dieses kurze drüber gegangen, haben hier damit auch ein wichtiges Hoch rausgenommen. Das wäre hier ein Signal zur Unterseite. Hier unten genau das Gleiche, hier sind wir immer schön mitgelaufen und plötzlich gab es den deutlichen Ausflug oben drüber. Das wäre halt auch ein Signal gewesen, wo man sozusagen damit ganz klar, ganz klassisch rausfliegt, wenn der Markt hier definitiv so stark über so einen Markt mit drüber geht. Ne? Da sehen wir auch, dass der, wenn wir hier short unterwegs sind, dass der Index hier, beziehungsweise der gleitende Durchschnitt nach oben dreht. Das heißt, wirklich den Aufwärtstrend macht. Er ist hier über sich selbst drüber gegangen, also über das letzte Hoch. Und das wäre dann definitiv entsprechend hier das Ausstiegssignal gewesen. Klar, danach ist der Markt wieder nach unten gegangen, aber das sieht man auch an dieser Stelle mal, wer mit so einem gleitenden Durchschnitt auch arbeitet. Das ist natürlich jetzt ein extrem kurzer gleitender Durchschnitt. Das muss man immer auch wissen. Der ist extrem nah am Markt dran. Aber für ganz kurzfristige Trades ist das entsprechend immer ein wichtiger Faktor, dass man sich hieran orientieren kann und entsprechend im kurzfristigen Bereich die kleinen nehmen kann. Wer das Ganze länger haben möchte, der kann auch einfach sagen, okay, ich nehme jetzt nicht den 8er, sondern ich nehme jetzt mal beispielsweise den SMA 20. Und kann den entsprechend trailen. Ne? Und dann sehen wir das auch sehr, sehr schön nach unten mitlaufen, wie gut man dem hier Stück für Stück nach unten folgen kann, wie schön das Ganze läuft. Und ein Signal, ein Achtungssignal hatten wir wirklich erst hier, als wir hier nicht dran geblieben sind, sondern wirklich deutlich drüber geschossen sind, deutlich drüber geschnäpst sind, auch drüber geschlossen haben. Das wäre dann ein Ausstiegssignal gewesen für einen ganz, ganz kurzfristigen Trade, den man hier nach oben hin entsprechend mitnehmen kann oder mitnehmen konnte. Das also hier mal so der kleine Einblick in die Dinge. Was ist denn jetzt mit diesen gleitenden Durchschnitten zu machen? Und da sieht man halt, je größer man den Zeitrahmen wählt, je entspannter laufen entsprechend diese Signallagen entsprechend hier mit. Ne? Das ist also wichtig, solange wie das Ganze schön nach unten mitläuft, ist alles fein. Wenn es einen deutlichen Schub oben drüber gibt, ist das meistens für die kurzfristigen Trader ein Signal, dass man hier besser mal kurzfristig rangehen sollte. Für die mittelfristigen Trader, die können sowas natürlich auch nutzen. Allerdings ist es da natürlich so, dass man hier die Trendwechsel nicht so wirklich sieht. In diesem Moment macht es dann natürlich deutlich mehr Sinn, dass man sagt, man macht hier eine Kombination. Das heißt, man legt sich in den Chart einfach noch einen zweiten SMA mit rein. So, jetzt muss ich nur noch kurz wieder rausholen. So, halt, Moment, Moving Average, so, genau, den will ich weg haben. Jetzt legen wir uns einfach noch einen zweiten mit hinein. So, Indikatoren, jetzt bin ich wieder am Suchen, jetzt habe ich einen Moment, hier, Moment, das ist der Oszillator, da ist er. Und jetzt legen wir uns mal hier beispielsweise, ganz klassisches Beispiel, wir legen uns jetzt hier mal noch einen 14er rein. Den machen wir auf blau. So, also wir haben jetzt einen kürzeren und einen etwas längeren. Und da ist es immer wieder interessant zu sehen, der kürzere und der längere, die geben uns die Ein- und Ausstiegssignale. Ja? Und wenn man das sieht, ich meine, bei dem Chart ist das jetzt nicht ganz so günstig zu sehen, weil das doch alles relativ eng aneinander liegt. Aber was man immer wieder so schön sieht, ist hier beispielsweise an dieser Stelle, schaut mal, hier ist der Markt nach oben gedreht, hier sind die so parallel gelaufen. Und hier an dieser Stelle,
ist der kurze wieder über den längeren, also unter den längeren gefallen. Das war der erste Schub entsprechend für die Bewegung nach unten in die Abwärtstrendrichtung. Ne? Konnte man schön frühzeitig einsteigen, einen sehr, sehr starken Schub nach unten mitnehmen. Und schaut mal, hier ist der Markt schon drüber gelaufen und hier hat der kleinere den größeren wieder geschnitten und zwar von unten nach oben. Also hier oben war es ein Short-Signal, hier unten eher erst einmal ein Long-Signal. Ja? Und das ist dann ein Ausstiegssignal, wenn das passiert, dass man sozusagen sagt, man arbeitet hier mit diesen Kreuzungen. Und wenn wir jetzt plötzlich, Entschuldigung, wenn wir jetzt plötzlich hier von der Short-Richtung in den gleitenden Durchschnitt auf die Long-Richtung wechseln, ist das quasi ein Gegensignal und das ist dann der Punkt für den ersten Ausstieg an dieser Stelle. Jetzt sehen wir hier natürlich, dass der Markt danach direkt wieder runtergelaufen ist, aber was wir hier halt nicht sehen ist, wenn so ein Ausstieg kommt, wir wissen ja nicht, wie tief der Markt zurücklaufen kann. Ne? Und wer jetzt sozusagen hier den kurzfristigen Schub nach unten traden wollte, der ist doch gar nicht daran interessiert, ewig lange Korrekturen auszusitzen, vielleicht noch einen kompletten Trendwechsel mitzunehmen, sondern er will ja nur ein Stückchen haben. Und das Stückchen, was wir uns hier rausschneiden können, können wir sehr, sehr schön mit diesen gleitenden Durchschnitten, mit diesen SMA-Crossings sozusagen auch mitmachen. Ja? Das dazu. Ein weiteres Tool, was man schön benutzen kann, kurzen Augenblick, ich nehme mal hier die Indikatoren wieder raus, ist der Parabolic SAR, auch ein Tool, was man hier im Stereo-Trader mit benutzen kann. So, ich mache den mal kurz blau, dass man es gut lesen kann. Und hier, das ist auch ein Trendfolgeindikator, da hat man es immer sehr, sehr schön. Schaut mal hier. Hier haben wir schön den Abwärtstrend am Laufen. Ne? Also man kann sozusagen den Markt immer sehr, sehr schön nach unten traden. Und dann kommt es aber immer mal wieder dazu, wir sehen es hier, dass diese Punkte von der Oberseite zur Unterseite auch mit wechseln. Und das ist jetzt halt wirklich der wichtige Punkt, wenn man diese Ausschläge hat, wenn diese Wechsel kommen entsprechend, also der Markt dann hier auch rumdreht, immer dann, wenn wir short unterwegs sind und der Markt sozusagen hier oben mit drüber läuft, das sind dann entsprechend die Ausstiegssignale. Hier sehen wir es, hier sind wir drüber gelaufen, da lief es dann plötzlich hier unten. Das heißt, das wäre dann das Ausstiegssignal gewesen. So, wer jetzt aber hier oben eingestiegen ist, in diesem Umkehrbereich irgendwo und den Markt schön nach unten getradet hat, der kommt halt nicht in die Überlegung zu sagen, oh, hier läuft der Markt zurück, muss ich denn jetzt rausgehen? Sondern der schaut einfach auf diesen Parabolik SAR und solange wie der noch in der Abwärtsrichtung ist, ist alles schick. Wenn nicht, muss man einfach raus und fertig ist es. Also das sind wirklich Dinge, die kann man schön nutzen. Und wie schon gesagt, solange wie dieser Indikator dann nach unten läuft, ist der Markt weiter short. Wenn er rumdreht oder für die Long-Richtung das Ganze zu nehmen, ist er weiter long. Und das Ganze kann man auch auf größeren Zeitebenen ohne Probleme wirklich anwenden. Diese Indikatoren ticken sehr, sehr schön mit den Zeiteinheiten mit. Und wie schon gesagt, solange wie der Markt dann nicht diesen Parabolik SAR überschreitet, bleibt er weiter long, wenn er abwärts gerichtet ist, short, wenn er abwärts gerichtet ist. Wenn wir in der Aufwärtsphase sind, so wie hier beispielsweise, kann man den Ganzen wirklich so lange folgen, bis der Markt unten drunter bricht und uns dann die Gegenrichtung anzeigt. Und damit hat man einfach ein paar Trailing-Strategien, die wirklich sehr, sehr schön marktgebunden funktionieren. Und da muss sich jeder Trader wirklich nur im Vorfeld überlegen, was möchte ich denn benutzen. Ja? Also blöd ist es, ich habe das aus eigener Erfahrung auch durch, wenn man immer wieder einen anderen Indikator benutzt. Also immer wieder eine andere Methode, um zu sagen, okay, ich nehme heute mal das, heute jetzt nehme ich das, dann das, dann das. Weil man sich im Nachgang zum Trade sagt, okay, in dem Moment, wo ich den Trade jetzt betrachte, wäre vielleicht der Parabolik besser gewesen. Gucke ich mir den nächsten Trade an, sagt man, ah, da wäre vielleicht ein SMA-Crossing besser gewesen. Sucht euch hier etwas raus, mit dem ihr arbeiten wollt und arbeitet wirklich immer mit den gleichen Mechanismen. Man kann im Nachgang nicht genau sagen oder man kann ja von vornherein nicht genau sagen, wie sich der Markt verhalten wird. Und da wird es immer mal wieder eine Situation geben, dass man sagt, ah, mit einem anderen Stop-Management wäre ich vielleicht noch ein bisschen länger dabei geblieben. Ja, sucht euch eins aus, was für euch funktioniert,
Nuancen kann man immer noch anpassen, also wenn man viel Erfahrung hat und beispielsweise solche starken Moves hat, wie hier beispielsweise, und sich sagt, okay, ich will jetzt nicht auf den Parabolikwert legen, weil der Markt gerade so tickt, und wenn der Markt so bleibt, lieber eine Bar-by-Bar-Methode machen. Warum nicht? Das kann man anpassen. Aber wenn man einmal einen Weg gefunden hat, bei dem man bleiben kann, ist das Ganze natürlich wirklich schön auch mit umsetzbar. Ja? Also das hier, der kleine Einblick heute und jetzt mal in das Thema, einige Ideen aufgegriffen, wie man den Trade so lange laufen lassen, sag ich mal, kann, wie es der Markt entsprechend zulässt, ohne nachzudenken, muss ich denn jetzt raus oder nicht an dieser Stelle. Ja? Ich hoffe, das hat etwas Einblick auch gegeben.